Er will ihm seine Texte geben, dann kann die Sendung losgehen. William. Hat einer von euch William gesehen? Eine Dose Glump. Sieht aus wie der Penis von Cindy aus Marzahn. Riecht nach altem Tiger. William wird ja wohl nicht schon wieder Glump Flatrate saufen gemacht haben. William? Willi? Willi Vanilli? Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 34. Jäger der verlorenen Glatze. Mein Name ist William Kohn. Heute zu Gast Olli Dittrich. Musik, Dendemann und die Freie Radikale. Ja, wir sind Neo, Neo, Freie und Radikale. Ja, wir sind Neo, Neo, Freie und Radikale. Und das hier ist Neo, Jan Neo, Böhmermann. Wir sind das Neo Magazin Royal. William ist nicht da. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Im Neo-Magazin Royal am 23. Dezember 2015. Zu Gast heute Olli Dittrich. Olli Dittrich. Meine Damen und Herren, das ist das Staffelfinale vom Neo Magazin Royal. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, letzte Woche das Publikum unglaublich beschissen. Diese Woche fantastische, weihnachtlich gestimmte Leute. Wir haben gerade schon Glumpwein getrunken da draußen. Das Einzige, was mich so ein kleines bisschen traurig macht, ist, dass William Kohn nicht da ist. Ich habe ihn überall gesucht, wo kann er sein? Wo ist nur William Kohn? Meine Damen und Herren, mögen Sie mir vielleicht helfen, William Kohn zu finden? Mehr dazu gleich. Mehr dazu gleich. Hashtag der Woche, falls Sie über diese Sendung twittern wollen. Und falls Sie was zum Twittern brauchen über die Weihnachtspause des Neo Magazin Royal. Wir kommen wieder, ich glaube, am 4. Februar 2016 sind wir im neuen Jahr, das Jahr der Ratte nächstes Jahr. Im Jahr der Ratte nächstes Jahr sind wir wieder für Sie da, am 4. Februar. Falls Sie in der Zeit twittern möchten, nutzen Sie bitte den heutigen Hashtag. Hashtag Schmusetee. Schmusetee, das ist das Getränk der Wahl unserer Redaktion. Das ist letztlich nichts anderes als Badezusätze in Teebeutel verpackt, die man einfach so in den... Es riecht so, wie es schmeckt. Es schmeckt so, wie es riecht. Sachen, die so süß sind, die würde man sich nicht mal als Deo oder als Parfum... oder die Achseln sprühen, sowas wie Kokos, Räubusch, Vanille, Schmusi, Mandarine, Donut, Berliner Füllung, alles als Tee. Schmusetee ist der Hashtag der Woche. Schmusetee. Und meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, dass... ist der Film, könnte der Film des Jahrzehnts werden. Klar, alle reden zurzeit über Star Wars. Ja, 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 geschenkt. Wir heute fast gar nicht. Der Film wird Sie im nächsten Jahr von den Sitzen reißen, meine Damen und Herren. Til Schweiger wird ein... Die Leute lieben Til Schweiger. Die Leute lieben Til Schweiger. Deutschlands Nummer 1. Die Leute lieben, ich hab's gewusst, die Leute lieben Til Schweiger. Til Schweiger möchte einen Film drehen über die Flüchtlingskatastrophe. Til Schweiger möchte einen Film drehen, einen Flüchtlingsfilm. Man weiß noch nicht viel über den Film, nur eins steht schon fest, die Filmmusik kommt von Xavier Naidoo. Nie wieder Krieg, dieser Film wird kein leichter sein. Aber dieser Film ist glücklicherweise mit sehr viel Geld gefördert. Aber hinterher gibt's das Geld bei Til Schweiger Film natürlich wieder. Das ist das Besondere an Til Schweiger. Und Matthias Schweighöfer und Til Schweiger. Kannst du nichts gegen sagen. Til Schweiger möchte einen Flüchtlingsfilm drehen. Viele Dresdner haben sich schon mit den Fackeln, mit brennenden Fackeln als Beleuchter beworben. Flüchtlingsfilm, da mache ich mit! Da mache ich mit in der ersten Reihe! Und sag dem, was ich davon halte! Von Flüchtlingen ganz im Ernst! Gruß an den Ton, hallo. Gruß an den Ton, hallo. Hallo, hört ihr mich, Jungs? Gruß an den Ton.
Til Schweiger möchte einen Flüchtlingsfilm drehen. Der Film handelt von einem deutschen Regisseur und Schauspieler, der zuerst ein Flüchtlingsheim finanzieren wollte, dann aber doch nicht, falls nicht geklappt hat, und doch lieber einen Kinofilm gedreht hat, um damit Millionen zu verdienen. Was höre ich da gerade? Es gibt bereits die ersten Titelvorschläge und Filmplakate für den Film von Til Schweiger. Können wir mal einen sehen? Knocking on Merkel. So, es, auf dieser Seite erscheint das Filmplakat. Nicht schlecht. Hallo. Oder wie wär's mit dem hier? Barfuß 2, ohne Socken über den Brocken, Karawan auf Autobahn. Mein Liebling ist eigentlich der hier. Dieses Publikum. Oh, toll zu Weihnachten. Der Weihnachtsmann hat am Corva Tunturi alles umgestellt von Rentierbetrieb auf Diesel, weil der Diesel so wahnsinnig billig ist. Ich glaube, kostet noch 20 Cent ein Liter Diesel. Die Polizei will bald auch ihre Wasserwerfer mit Diesel befüllen, weil es so günstig ist. Schön rein mit dem Diesel in die Wasserwerfer und dann einmal durch Dresden durch am Montag. Bisschen groß reine machen vom großen Fest. Diesel ist in Deutschland so billig, in Ostdeutschland kann man jetzt schon 2 Flüchtlingsheime zum Preis von einem anzünden. Das ist günstig, dann machen wir gleich noch eins mit, das ist doch super. Meine Damen und Herren, das wird Sie schocken. Stichwort der politische Arm der Leute, die die Flüchtlingsheime anzünden. Es geht genau um die AfD. Der Goldverkauf, mit dem die AfD... Entschuldigung. Mit dem die AfD ihre Partei finanziert hat, soll verboten werden ab nächstem Jahr. Die AfD weiß nicht mehr, wo kommt sie an das Geld? Woher kommt das Geld? Muss die AfD jetzt betteln gehen? Das große Problem bei den Parteispenden an die AfD ist nämlich, ein Großteil von ihnen ist noch in Reichsmark und die tauscht heute keiner mehr um. Das ist ironisch. Erst erklärt die AfD, dass sie aus dem Euro austreten möchte und jetzt erklärt der Euro den Austritt aus der AfD-Parteikasse. Die AfD braucht Geld. Frau Gepetri probiert vorsichtshalber schon mal, wie Känguruhoden schmecken. Wie im Schlafzimmer. Meine Damen und Herren. Fröhliche Weihnachten. Das ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Das Neo-Magazin ist am Ende, Mann. Und immer noch neben mir steht Dende, Mann. Ey, Dende, das war ein Jahr, oder? War das nicht ein Jahr? Wir haben uns durch die gesamte 90er Jahre gecovert. Das war das Jahr des Remixes. Und das rekapituliert jetzt Dende, Mann. Und die Freie Radikale. Mitten im Leben, durch Höhen und Tiefen, hasste Töne, die schönen und schiefen. Das Leben ist ein Remix, Tag für Tag. Ja, das Leben ist der Hit, Homie, Schlag auf Schlag, ja. Und nein, das Leben ist kein Wunschkonzert. Oh yeah, es ist wohl eher ein Kunsthandwerk. Ein Auftragsjob mit kreativem Freiraum. Jeder hier will seinen Traum halt irgendwie mit einbauen. In der Nähe genießt den wunderbaren Drang. Es dauert in der Regel nicht mal 100 Jahre lang. Ja, mit 50 bis 150 Schlägen pro Minute läufst du 1000 unbekannte Wege ohne Route als armes, kleines A Cappella rum. Und wünscht es der gottverdammte Tag wäre schneller rum. Ja, du hockst die halbe Nacht im Keller und stehst dir für dein Glück den Rücken am Plattenteller krumm. Es reicht ein Geräusch, ein winziger Ton. Ja, da sind sie ja schon, all die Inspiration. Jetzt ist guter Rat gefragt, man nur die Ruhe. Immer sachte Tag für Tag, Spur für Spur. Ja, das Leben ist schön, schön aber kurz. Aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Remix, Tag für Tag. Das Leben ist der Hit, Schlag auf Schlag. Ja, das Leben ist schön, schön aber kurz. Aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Remix, Tag für Tag. Das Leben ist der Hit, Schlag auf Schlag. Ja, und nein, das Leben ist kein Ponyhof. Oh yeah, es ist wohl eher, ich komm nicht drauf. Ja, was soll man denn sagen, auch an den tolleren Tagen sind die Schädel doch in der Regel noch voller Sinnfragen. Und es sich schwer zu machen, ist lächerlich leicht. Das Leben scheut keinen noch so schlechten Vergleich. Trotz alledem wird nicht gern Schwäche gezeigt und sich dick gemacht, als ob die Angriffsfläche nicht reicht. Ich kann's dir garantieren, es liegt ganz sogar an dir. Mit dem scheiß Zeitgeist muss man sich arrangieren. Manchmal ist die Luft raus, dann geht da nichts mehr. Dann muss ein Migge die Mörder Mashup Megamix sehen. Mit miesen Mitten und satten Suppessen. Fürs im Riesenschlitten auf der Fahrt zum Club testen. Für Handyboxen im bekotzten S-Bahn. Für die Scham von morgen und den Stolz von gestern. Das Leben ist schön, schön aber kurz. Aus nem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Remix, Tag für Tag. Das Leben ist der Hit, Honig, Schlag auf Schlag. Das Leben ist schön, schön aber kurz. Aus nem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Remix, Tag für Tag. Deswegen ist der Hit, Schlag auf Schlag.
Hashtag der Woche lautet Schmusetee. Wir wünschen Ihnen jetzt schon mal, falls wir es nachher vergessen sollten, einen bezaubernden Jahreswechsel, ein frohes Fest. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Haben Sie schon Geschenke für Ihre Liebsten? Haben Sie technikaffine Freaks um sich herum? Hey, haben Sie diese neuen Apple-Produkte mitbekommen? Wahnsinn, Apple hat eine geile Idee gehabt, wie man die Akkulaufzeiten ihrer Handys verlängern kann. Neue Hülle, Apple, Wahnsinn, da hat Yoni Ive, der Designchef von Apple, wirklich sich echt megamäßig. Das ist die neue Apple-Hülle mit mehr Batterie, ganz toll. Für das iPhone sieht megamäßig gut aus. Gibt's auch fürs Laptop. Schauen Sie mal hier. Da können Sie ganz lange am Laptop extra surfen. Die von Apple, die haben wirklich immer eine tolle Idee. Und es sieht vor allen Dingen so gut aus. Das ist das Besondere bei Apple. Eine tolle Idee. Reicht Ihnen das noch nicht, meine Damen und Herren? Brauchen Sie noch mehr Ideen? Meine Güte, dann lehnen Sie sich mal zurück. Trinken ein Schlückchen vom Schmusetee. Hm, was ist das denn hier? Schmusetee. Ach, guck mal, Schmusetee. Wunderbaum-Zimt. Mmh, lecker. Muss man 5 bis 8 Minuten ziehen lassen, am allerbesten unter Ihrer privaten Bettdecke ziehen lassen und dann hinterher alles einfüllen in ein Glas mit heißem Wasser. Das hier sind ein paar Geschenketipps, falls Sie, keine Ahnung, um sich herum technikaffine Apple-Freaks haben von den Bustle Brothers. The Bustle Brothers X-Mess Edition. Ein iPad, in der Mitte durchsägen, zack, fertig, 2 iPad Mini. Hashtag der Woche, Schmuse. Was? Wie bitte, die Bustle Brothers haben noch einen Tipp? Das gibt's doch gar nicht. The Bustle Brothers X-Mess Edition. Ein Fahrrad. Schön dick mit Scheiße beschmieren. Reifen drauf. Und zack, fertig. E-Bike. Gar nicht schlecht. Oder? Psst. Liebe Herren der Schöpfung, kommen Sie mal näher ran, wenn Sie Ihre Gattin, Ihre Frau Weihnachten eine spezielle Freude machen möchten. Hier, schauen Sie mal, die Bustle Brothers haben was für Sie. The Bustle Brothers X-Mess Edition. Ein paar Unterhosen, ordentlich mit CS-Gas und Pfefferspray einsprühen. Und zack, fertig, Reizwäsche. Tolle Ideen. Gerne, Ihr Neo Magazin Royal. Jetzt müssten Sie eigentlich genug Geschenkideen haben. Aber meine Damen und Herren, wir sind so kreativ hier in der Redaktion des Neo Magazin Royal. Wir haben uns ein Jahr eigentlich über nichts anderes Gedanken gemacht. Über Witze offensichtlich nicht, haben Sie vielleicht mitbekommen die letzten Wochen. Als über Geschenke, die wir unseren geliebten Zuschauern hier im Studio in der letzten Sendung dieses Jahres machen können. Und halt, aber kein Geschenk ohne Gegenleistung. Das ist Chrism is a Santa! Herzlich willkommen zur speziellen X-Miss Edition von Prism is a Dancer, Chrism is a Santa. Wir haben wieder die Facebook-digitalen Fußabdrücke, Twitter-Profile unserer 200 Live-Zuschauer hier im Neo-Magazin Royal Studio König durchforstet und haben wirklich Sachen gefunden. Oh Gott, Leute, langsam müsstet ihr es doch wissen, ganz im Ernst. Jan Marco Caputo, 21 Jahre alt, aus Hanau, arbeitet als Azubi in der IT-Branche. Das ist schon mal ein Garant. Hallo Jan Marco. Moin, moin. Garant dafür, bis 40 zu warten mit dem ersten erotischen Erlebnis. Aber hey, hey, hey! Du hast dafür, Jan Marco, du hast dafür ein Hobby, auf das die Frauen total abfahren. Du bist Trainspotter. Ja. Du schaust, ist das richtig? Du schaust gerne Zügen zu? Mittlerweile nicht mehr so, aber damals war es so, ja. Aber pass mal auf, Jan Marco. Wir haben ein tolles Geschenk für dich. Wir möchten dir eine Freude machen, gerade zu Weihnachten. Wir möchten dich gerne ins Miniatur-Wunderland nach Hamburg schicken, eine Reise spendieren, damit du dir mal die... Ja, aber halt, du wohnst in Hanau in Hessen.
Das ist ein bisschen weiter weg von Hamburg. Ins Miniaturwunderland kommst du nicht einfach so mit dem Flugzeug oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder dem Auto. Nein, natürlich mit dem Zug. Und weil du so ein Zugfan bist, nicht mit dem ICE oder mit dem IC, nein, wir haben ein Regionalexpress-Ticket für dich. Übernachtung im Intercity-Hotel, direkt am Bahnhof, wo die Hotels immer am allerbesten sind. Und jetzt halte ich fest, das Geschenk wird einer der Mitarbeiter überreichen, der am ehesten auch dir beruflich nahe ist. Hier ist Photoshop Philipp! Hey Photoshop! Magst du hier vielleicht herkommen zu der, da ist die Kiste. Photoshop Philipp, unser Weihnachtself. Such mal den Gutschein raus, ich habe ihn hier irgendwo schon gesehen. Einen großen Applaus, Photoshop Philipp, der Marco, Jan-Marco-Gutschein. Ey, aber hey, this is Christmas, this is Santa, Leute. Guck mal, Jan-Marco ist nicht der Einzige, der heute überrascht wird. Nein, Diana aus Dresden ist auch unter uns. Hallo Diana, wo bist du? Da ist sie, hallo Diana. Oh, das Gesicht sagt, ich freue mich voll auf Weihnachten. Diana, du bist ein riesiger Jan Böhmermann-Fan. Wir haben schon mal ein Foto zusammen gemacht. Aber ich meine, es ist ein bisschen creepy, ein Fan von Jan Böhmermann. Es ist wirklich ein bisschen. Du bist auch von was Richtigem Fan. Zum Beispiel von, ich glaube, von wem bist du richtig? Von wem bist du? Musikgruppe? Linkin Park. Linkin, nice. Ja, falsch. Deutsche Musikgruppe. Ja, Kraftklub. Hey, haben wir auch. Ich meine, warum frage ich dich? Wir haben es ja gesehen auf deinem Facebook-Profil. Wir haben eine spezielle Botschaft, eine spezielle Weihnachtsbotschaft für dich aus Karl-Marx-Stadt. Hallo Diana, wir sind die Söhne Mannheims. Wir freuen uns, wenn du uns besuchst auf unserer Randale-Tour im Januar. Bis dahin. Zwei Tickets fürs Kraftklub-Konzert für Diana. Wenn Sie sich gefragt haben, wofür bezahle ich eigentlich die 17,50 € jeden Monat? Für diese Sendung bezahlen Sie die 17,50 €. Konstantin Pape, 21 Jahre alt, aus Arnsberg. Hallo Konstantin. Na? Du studierst Mathe und Physik an der TU Dortmund. Das sind zwei sehr attraktive Studienfächer, die dir auch sehr nah sind, oder Photoshop? Ja, schon. Ich wundere mich, diese Studienfächer sind so beliebt. Ich habe mich gewundert, warum du auf Twitter absolut keinen einzigen Follower hast. Null. Null. Null Follower. Null. Null Follower auf Twitter. Konstantin Pape, das müssen wir ändern, meine Damen und Herren. Kommen Sie mal bitte näher. Ich folge gleich. Unser Geschenk für Konstantin Pape. Bitte folgen Sie jetzt. Jetzt Konstantin Pape auf Twitter. Sein Account ist hrpape, @hrpape. Dieser junge Mann aus Arnsberg braucht mehr Follower als Kim Kardashian und Kanye West zusammen. Why not? Mal einfach alles raushauen. Ach komm, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Besonders gerührt sind wir von dieser Zuschauerin. Es ist eine junge Frau, sie kommt den weiten Weg aus Düsseldorf hier nach Köln. Sie ist 26 Jahre alt und heißt Anja mit Vornamen und 30 mit Nachnamen. Anja, das ist dein Facebook-Profil. Das ist noch nicht so schlimm, besonders, das ist eigentlich gar nicht schlimm, es hat uns wirklich tatsächlich sehr gerührt. Du hast nämlich am 14. Februar diesen Jahres folgenden Eintrag, folgende Mail, folgenden Brief an ZDF Neo geschickt. Liebes ZDF Neo. Ich schätze euch wirklich sehr, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr dem Neo-Magazin Royal etwas mehr Zeit für sich gebt. Ich finde es ja toll, dass ihr das kleine Ding unter eure Fittiche genommen habt, es aufgepäppelt und stark gemacht habt, aber es ist nicht mittlerweile alt genug, um etwas mehr Freiraum von euch zu bekommen. Oft habe ich noch das Gefühl, dass ihr es zu sehr einengt, sodass es sich nicht richtig entfalten kann. Natürlich sind Grenzen wichtig und geben Halt und Orientierung, aber sie sollten doch auch nicht zu sehr die Freiheit beschränken. Ich weiß, eure Verantwortung ist groß. Und ihr möchtet das Neo-Magazin Royal sicher nur beschützen, aber es sollte doch auch die Möglichkeit bekommen, sich etwas mehr auszuprobieren. Oh mein Gott. Und viele eigene Erfahrungen zu sammeln. Bitte denkt noch mal darüber nach. Bis bald, eure Anja. Liebe Anja, das hat uns so sehr gerührt, dass wir dich hiermit in der letzten Sendung dieses Jahres zur besten Zuschauerin des Neo-Magazin Royal. Und hier ist deine Urkunde und dein Pokal. Anja Reissig ist hiermit die beste Zuschauerin unserer Sendung. Vielen Dank. Beste Sendung. Ja, Photoshop. Ja, Photoshop.
Aber jetzt sind ja doch noch so viele Leute hier im Neo Magazin Royal Studio, die noch kein Geschenk von uns bekommen haben. Was machen wir denn da? Ich weiß, in der Vergangenheit haben sich viele Leute zum Beispiel Sachen gewünscht wie T-Shirts oder Tassen. Gibt es nicht irgendwie was Cooles, was man den Leuten zur Verfügung stellen kann vom Neo? Vielleicht sowas wie ein Kalender, vielleicht den Curly-Kalender oder sowas. Was soll man mit dem Curly-Kalender, wenn man Curly haben kann? Das Christ-Curly. Für alle Zuschauer, Curly, Photoshop und William verteilen die Sachen. Wir haben T-Shirts, wir haben Curly-Kalender. Alles für euch. Denn das ist das Neo-Magazin und das war Chrisse, Mrs. Santa. Und während jetzt hier unserem Studiopublikum eine Freude gemacht wird, ich ein Becher heißen Schmusetees trinke, wir uns gemeinsam freuen auf unseren heutigen Gast, Olli Dittrich. Werden Sie sicherlich da draußen vor den iPads, den mobilen Endgeräten, den Laptops und den Mediatheken die Menschen ärgern. Klar, meine Damen und Herren, Sie haben auch Rundfunkgebühren bezahlt. Sie sind auch Teil der großen creepy Neo Magazin Royal Community. Und Sie sollen jetzt kein Geschenk bekommen. Sie bekommen kein Geschenk, während alle anderen, die jetzt hier heute sich ein Studioticket erschlichen haben. Oh, William steht. William, da bist Hallo, du Jan. Ja wieder. Da bist du ja wieder. Schön, dass du wieder da bist. Du versprühst so weihnachtliche Stimmung. Meine Damen und Herren, Sie haben völlig recht. Sie bekommen keine Geschenke. Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht wahnsinnig ungerecht? Ja. Das ist wahnsinnig ungerecht, dass Sie daheim als unsere treuen Zuschauer keine Geschenke bekommen. Diese Ungerechtigkeit, dafür sind wir das Neo Magazin Royal, wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben auch was ganz im Ernst für Sie daheim und dazu darf ich hereinbitten unseren Geschenke- und Game-Experten Florentin Will. Hallo. Hey Flo. Moin. Hallo. Frohe Weihnachten. Im Frohes Neues. Frohes Fest. Oh, letzte Sendung. Das war ein Jahr, oder? Mensch, anstrengend. Wie die Leute, guck mal, wie die Leute sich alle freuen. Aber ein Geschenk gibt's ja noch. Es gibt noch ein Geschenk? Es gibt noch ein weiteres Geschenk, ein Geschenk für dich, aber auch für alle Leute da draußen. Meine Damen und Herren, es ist wirklich wahr. Florentin Will hat ein Geschenk mitgebracht. Auf, Moment, was ist das? Das hier? Eine 3,5 Zoll Diskette für alle? Das ist ja wirklich toll. Nein, was? Das Neo Magazin Game Royal. Was? Das Neo Magazin Game Royal? Heißt es nicht Neo Magazin Royal Game? Nein, es heißt tatsächlich das Neo Magazin Game Royal. Ach so, da habe ich einen Fehler gemacht. Das Scheiße. Ich mir gemerkt. Mega unangenehm. Ja, Videogames sind ja momentan total angesagt. Ja, es ist neu. Videogames sind angesagt. Programmiere ich auch einfach mal ein. Du hast, ganz kurz, Florian, jetzt im Ernst, du hast ein Computerspiel programmiert? Ja, klar. Alleine? Mehr oder weniger alleine. Ist das nicht ganz schön mies von dir, jetzt quasi den kompletten Credit einzufahren für all die Mitarbeiter, die seit einem Jahr daran sitzen, dieses Spiel zu programmieren? Nein. Aber das Beste ist ja, ich habe es mitgebracht und wir können gleich mal reinschauen. Wir haben es gibt ein Computerspiel vom Neo Magazin. Da schauen wir mal rein. Also es ist ja auch, wir spielen das jetzt wirklich. Diskette, ja. Schieb mal die Diskette rein. So, das Game Royale. Sehr einfach, kann jeder spielen und es ist tatsächlich auch ein echtes Spiel. Oh, die Grafik ist schon mal top. Guck mal, das bin ja ich. Ja. Und man kann mich bewegen. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, sehr einfach. Man klickt einfach dahin, wo man irgendwas interagieren will. Das bist ja du, guck mal, Florentin. Da bin ich. Komm, es sind alle mit dabei. Da habe ich halt auch, dabei. Auch die Gelegenheit, in meiner Freizeit endlich mal mit dir zu reden. Wunderbar, der gesamte Neo Magazin Royal Kosmos ist da dann Teil. Ich rede mit dir. So, wer sind Sie und was machen Sie hier? Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Das gibt's doch gar nicht. Ja, unerwartet. Ja. Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ja. Ich habe hier einen in meiner Beef-Tasche. Also, nicht im Ernst. Man sieht schon, da darf geschmunzelt werden. Irgendwo verloren haben. Und es geht. Brauche ich doch für die Sendung. Es geht darum, meine Damen und Herren, jetzt halten Sie sich fest. Es geht darum, dass William verschwunden ist und ich ihn suchen muss. Auf der Suche nach der verlorenen Glatze. Auf der Suche nach der verlorenen Glatze, das Neo Magazin Royal. Und das Allerbeste kommt zum Schluss. Dieses Game ist ab sofort, wenn Sie das sehen, überall verfügbar, wo man Games runterladen kann. Ich glaube, es ist juristisch okay, das so zu sagen. Ja. Und es ist komplett kostenlos. Es ist komplett, absolut kostenlos. Wir haben alles Geld, was wir noch hatten, in das Game reingesteckt. Und es ist einfach für Sie kostenlos zur Verfügung. Und es ist kein Witz. Es ist kein Spaß. Es ist kein Spiel. Geben Sie mal ein Neo Magazin Game Royal. Download schnell jetzt. Ja, Ausrufezeichen, dann lädt es besonders schnell. Das Neo Magazin Royal Game, unser Geschenk für Sie. Komm, wir küssen die Leute mal schnell. Frohe
Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Florentin Will, Dankeschön. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Hier. Da. Es ist echt. Oh. Das ist aber heute ein Angebieter ans Publikum. Aber so ist es nun mal, Leute. Warum denn man nicht einfach ein paar Emotionen zulassen? Wir sind doch hier nicht mehr im Jahr 1999. Fernsehen ist doch, ich meine, wir haben so wenig Zuschauer. Fernsehen ist, wir sind quasi eine große Familie. Viele von uns sind noch miteinander verwandt. Ist doch egal, wenn wir Kinder bekommen. Hauptsache, alle sind glücklich. Meine Damen und Herren, unser heutiger Gast ist eine echte Comedy-Legende. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Geschenk für ihn haben. Auch da unten wird sie irgendwas noch finden. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte mit mir Olli Dittrich. Schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Wir haben uns beruflich das letzte Mal vor vielen Jahren gesehen, als wir noch damals... Als das noch alles Weideland war. Ja, da haben wir bei Harald... Wir haben beide den gleichen Anzug an. Das gibt's doch gar nicht, dass, da die dass die Kostümbilder darauf nicht geachtet haben. Ja. Ne, mega peinlich. Die haben besonders darauf geachtet, um mich jünger zu machen. Aber du siehst, dass ich so ein bisschen so sitze und in Wahrheit natürlich die Plauze... Deswegen trägt man ab einem bestimmten Alter, vielleicht haben es Ihnen Ihre Urgroßeltern erzählt, ab einem bestimmten Alter trägt man dunkle Hemden zu Anzügen, wenn man keinen Cardigan drunter zieht. Oh, aber ich sehe, das sind echte Hirschhornknöpfe, das sind nicht einfach irgendwelche Knöpfe. Da hat ein echter Hirsch dran glauben müssen. Das ist ein bisschen unfair, dass wir die Gäste quasi in so eine ungeschützte Position bringen. Ich habe immer die Möglichkeit, mich hier zu verkriechen hinter meinem Schreibtisch, wenn ich mich unwohl fühle. Die Gäste sind komplett ungeschützt, müssen angeschaut werden. Aber ich fühle mich nicht unwohl. Ich brauche keinen Tisch, unter dem ich mich verstecken muss. Du fühlst dich vor allem deswegen nicht unwohl, weil du weißt, dass das, was jetzt kommt, dir sehr den Bauch pinseln wird. Den, ich sag mal, vorhandenen Bauch, obwohl man ihn nicht sieht unter diesem Sakko. Danke, danke. Das ist Olli Dittrich, unser heutiger Gast. Ja, ich freue mich schon. Mahlzeit. Na, mein Böhmermann? Ich mach mir jetzt erstmal einen Hobel klar. Bitte, bitte, ein reines Weltgeräusch. Boah, das perlt aber. Oliver Michael Dittrich, der in Offenbach am Main auf die Welt geploppte Sohn eines Vaters, ist ebenfalls Vater eines Sohnes und war schon in seiner Jugend sportbegeistert. Nach der Schule folgte eine Ausbildung zum Theatermaler und seine im Alter von 21 Jahren veröffentlichte Debütsingle »Ich bin 18«. Es folgen Jahre des Ruhms und weitere fragwürdige Musikprojekte. Am Sonntag nach RTL Samstagnacht gründete er dann mit Kollege Bernhard Hoeker die Fun-and-Bass-Kapelle Die Doofen. Mit ihrem Protestsong Mief sangen sie nicht nur eine Ode an den Gestank, sondern gaben auch vielen Männern neue Hoffnung. Der berühmteste Mantelträger seit St. Martin bezeichnet sich selbst als Menschendarsteller und hat schon Menschen imitiert. Da ist Matze Knob noch mit der Rassel um den Tannenbaum gelaufen. Beim ESC 2006 belegte er mit Texas Lightning Platz 15 und schnitt damit genauso gut ab wie sein geliebter HSV. Herzlich willkommen bei Jan Böhmermanns Zwei Stühle, keine Meinung. Lieber Schorsch Eigner, Ditsche, ich meine Olli Dittrich. Sehr schön gemacht. Oder? Sehr schön gemacht. Mit viel Liebe. Ja, absolut. Letzte Woche hatten wir den Manifest Gottes zu Tom Blaschier. Diese Woche einen Mann wie dich, der in so viele, der in seinem Leben in schon so viele, Kostüme, in so viele Gesichter, in so viele Personen hineingeschlüpft ist. Welche ist deine Lieblingsrolle, die du je angenommen hast? Meine Lieblingsrolle? Ja, wo du am liebsten dich... Ach so, Rolle Drops. Ja, nee, wo du am liebsten... Welche kennt keiner mehr. Rolle Drops kennt keiner mehr. Das hat keiner... Ich bin Jahrgang 81, ich werde das wahrscheinlich auch nicht kennen. Du weißt nicht, was eine Rolle Drops ist? Rolle Drops? Das war so eine... Wenn man früher ins Kino gegangen ist, hat man... Heute gibt es ja Popcorn, aber wir hatten damals nur so kleine Weingummis oder so Lutschbonbons, die waren rund. Rolle Drops hieß das? Das ist eine Rolle mit Drops. Rolle Drops klingt so ein bisschen so wie so ein Soloprojekt von einem von Sportfreunde Stiller. Der Rüdi ist jetzt mit Rolle Drops unterwegs. Mit Rolle Drops unterwegs. Das niemals stattfinden will. Ja, genau. Hattest du früher auch so Bands mit speziellen... Also ich stell mir vor Texas Lightning zum Beispiel. Ja. Die Doofen. Du bist durch viele Bands gegangen. Ja. Kannst du dich noch an so ein paar alte... bevor du so richtig den Mega-Fame abgegriffen hast. Alte Bandnamen? Alte Bandnamen, ja, der kleine Olmi D. und seine Freunde. Der kleine Olmi D. und seine Freunde? Ja, Oliver Michael Dittrich war die Abkürzung. Das ist nicht schlecht. Ja. So ein bisschen wie Samayona.
Das war eine Band. Ja, oder Rimowala. Oder Rimowa, die singen den Koffer. Ja, genau, Rimowa. Kennst du die Rimowala, die Riesenmorgen-Wasserlatte? Nee. Nein. Gut. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Bandnamen. Bandnamen. No Use for a Brain hieß meine Ich war Mann. Bei den Beatles. Du warst bei den Beatles? Ja. Wirklich? Ja. Oder bei den Beatles? Nein, nein, ich hatte eine Band, die hieß Die Beatles, mit IE geschrieben. Wir waren zu dritt, weil John war schon tot dann. Oh, das war letzte Woche, war großes Jubiläum. 35 Jahre Tod von John Lennon. Feiert man, glaube ich, nicht. Das feiert man das nicht. Das feiert man nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Du bist am Anfang Januar mit einem weiteren Werk deines großen komödiantischen Fernsehzyklus. Ist das angemessen? Zyklus? Ich rutsch gleich aus hier. Wieso? Ich versuche ja den Menschen, wenn du schon neben dem Tannenbaum sitzen musst und so ungeschützt, ja, den Knopf nicht mal aufmachst, weil du dich so unwohl fühlst. Ich fühle mich nicht unwohl. Nee, ich möchte einfach nur dann dir quasi die Rampe bauen. Das ist eine, du machst alle halbe Jahre, ein absoluter Traum, nur alle halbe Jahre eine Sendung, ja, in der ARD. Zahlen, ja, die so gut, dass sich das lohnt? Was? Ja, nur alle halbe Jahre so ein Ding rauszuholen. Ich meine, du machst Ditsche am Sonntag. Völlig richtig. Und dann gibt's halt noch alle halbe Jahre. Genau, das ist ein Zyklus. Das Talkgespräch gab's vor einiger Zeit. Genau, das ist ein Zyklus für die ARD, das läuft bis 2017. Und ich persifliere sozusagen Fernsehgenres. Und da haben wir erst die Morgenmagazine mit der großartigen Cordula Stratmann. Oh. Dann das Talkgespräch, wo ich alle Talkgäste spiele. Dann Schorsch Eigner, das war eine Dokumentation über einen Mann, der 50 Jahre lang von Franz beauftragt war, ihn ins Geschirr zu gehen. Hinter den Kulissen, seid ihr wirklich abgehoben mit dem Jet oder habt ihr einfach nur im Flughafen gestanden? Nee, gestanden nicht. Wir sind am Flughafen rumgefahren. Weil es zu teuer war abzuheben? Nein, weil es war Nebel. Es wirklich war. Ja? Es war Nebel. Und der Pilot hatte keinen... Trüblich Nebel. Hatte keinen Instrumentenflugschein, sondern konnte nur auf sich. Nee, das war ein richtiger Pilot. Aber das haben wir sehr kurzfristig dann gemacht, weil es ja auch darum ging zu erklären, wo die 6,7 Millionen für die 170 und was Dreyfus gemacht hat und was der gemacht hat und Prinz Hammam oder Bin Hammam, Scheich Bin Hammam. Am 7. Januar ist dann wieder soweit in der ARD. Am 7. Januar 2016, also in knapp etwas weniger als einem Monat. 15 Der Sando-Report mit Zahlemann live. Der Sandro-Report, es geht, glaube ich, darum, dass der König von Bhutan, jawohl, ankommt. Und ich glaube, ich müsste das vielleicht, darf ich ganz kurz Entschuldigung, erklären? Entschuldigung, natürlich. Natürlich. Es ist eine Live-Reportage tatsächlich. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir eine richtige Live-Reportage von knapp 30 Minuten als wirkliche Live-Reportage gemacht. Das heißt, das ist komplett durchinszeniert, komplett durchchoreografiert mit fast 100 Komparsen, einen vermeintlichen Staatsbesuch eines Königs aus Bhutan. Und es ist alles in einer Einstellung gedreht, mit einer Kamera, ohne Schnitt, 30 Minuten und mit viel Bewegung. Leute laufen rum, rauf, runter, Bahnfahrten, alles Mögliche integriert. Und ich glaube, dass der Protagonist des Sandro-Reports, Sandro Zahlemann, dass der bereits in Vorbereitung der Sendung, die erst am 7. Januar stattfindet, er ist schon da. Er ist bereits jetzt, ja, am Hauptbahnhof in Leipzig. Ich glaube, wir sind jetzt technisch und rechtlich in der Lage, in die ARD zu schalten, zu Sandro Zahlemann. Was ist denn da zurzeit los in Leipzig am Hauptbahnhof, Herr Zahlemann? Turbulentes Treiben, wie Sie sehen, hier auf dem Leipziger Hauptbahnhof, lieber Jan Böhmermann. Ja, und für Sie, liebe Zuschauer, was soll ich sagen? Ich kann nicht anders, als Ihnen sagen können wollen zu müssen, große Schatten werfen ihresgleichen Ereignisse voraus. Denn kein Geringerer als der König von Bhutan wird mit der Konkar seines Landes in Kürze hier eintreffen. Begleitet von Vizekanzler Gabriel sowie hochrangigen Vertretern der deutschen Wirtschaftsindustrie. Und damit Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nichts verpassen, bin ich für Sie bereits zur Stelle, wie immer, spätestens egal wann. Der Sandro-Report am 7. Januar in der ARD 22.45 Uhr direkt nach den Tagesthemen. Mit dem ersten sieht man gut. Vielen Dank, Sandro Zahlemann. Ja, Olli Dittrich. Ja. Am 7. Januar. Olli, ich muss mal ganz kurz, ja, ich habe es gerade am Anfang schon gesagt, wir haben uns das letzte Mal beruflich gesehen, als wir beide noch in der Sendung von Harald gearbeitet, ja, haben, drüben in Mülheim. Da wird jetzt auch gerade ausgekehrt. Studio wird, glaube ich, verkauft. Geht alles an Brainpool. Die brauchen neue Studios. Die haben da was ganz Großes vor. Good joke. It's a good joke. Yes. Also für uns hier auf dieser Seite des Rheins drüben wird es... ich habe Reichsverstand. Harald ist jetzt der Tatort-Kommissar. Hättest du jemals gedacht, als jemand, der Harald so auch hinter den Kulissen kennt, ja, dass Harald, der große Harald Schmidt, der Mann, der quasi Montagskonferenzen allein damit bestreiten konnte, schließlich über den Tatort vom Vorabend zu lästern und wie beschissen das ist, damit zu arbeiten, dass der jemals Tatortkommissar wird. Hättest du das gedacht? Er wird ja nicht Tatortkommissar. Naja, gut, Oberinspektor. Er wird Chef des Tatort, ja. Naja, er hat ja auch schon verstehen, sich Spaß an die Wand gefahren, also insofern. Ich freue mich. Ich meine, da wird jetzt 58, 59, es geht auf die 60 zu. Ob man irgendwann
ob man irgendwann als Entertainer, als Künstler in so eine, ich sag mal, die wunderliche Phase betritt. Ich habe das Gefühl, dass dass jetzt spätestens diese Entscheidung, das zu machen, die wunderliche Phase des großen Harald Schmidt einläutet. Wann ist es bei dir soweit? Naja, wir sind das gleiche Alter, Harald, und bei Jauch ist ja auch schon... Naja, läuft noch gut. Wer wird Millionär? Antwort auf die Frage könnt ihr hier auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, Deutschland sucht den Superstar, wir haben ihn gefunden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Natürlich kommt man in ein Alter, in dem man auch mal, also alles super, Spaß machen, Blödsinn machen, alles gut. Aber irgendwann kommt man auch an so einen Punkt, da muss man auch mal ein bisschen ernsthafter werden. Ja, muss man auch mal einfach sagen, hey, komm, okay, good joke, ja. Aber auch mal Gefühle zeigen, auch mal ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Was in dir steckt. Du bist ja nicht der von den Doofen nur, sondern auch ein überhaupt Mensch. Nicht. Also die Doofen waren in Wahrheit ja eine ganz ernste Kapelle. Dass Leute darüber gelacht haben, haben wir bis heute nicht verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Und jetzt ist es tatsächlich, also die Plattenfirma bat, dass wir das nochmal erwähnen. Du machst jetzt auch Musik, ernsthafte Musik. Ich mache jetzt auch Musik und ganz am Ende kann man auch sagen schon, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich glaube, wir zeigen auch gleich einen kleinen Ausschnitt. Da wird es am Ende des Jahres, nächsten Jahres, wird es dann einen Sampler geben. Mhm. Und da sind dann noch andere Comedians drauf. Okay. Mario Barth, glaube ich, singt was von Freddie Quinn. Mhm. Cindy aus Marzahn ist, glaube ich, dabei. Macht und alles ernste Sachen quasi? Alles ernste Sachen. Also sie macht was von Nena, ich bin 99 Luftballons. Okay. So solche Sachen. Ja? Und am Ende kommt dann die Nummer, die wird jetzt das Flaggschiff. Mhm. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass wir das nicht viel verkaufen. Also dann ist es, wenn es wieder groß wird, ist sozusagen, weißt du, und dann machst du auch Tour und über so kleinere Bühnen einfach mal so ein... Wir machen kleine Sachen, aber Telefonzellen. Der Song heißt 50 Was Jetzt Schon. Ja. Das ist ein Cover von Reinhard May, glaube ich. Ist von völlig Reinhard, richtig. Von Reinhard. 50 Was Jetzt Schon und einen kleinen Eindruck vom Musikvideo, das es dazu gibt. Olli Dittrich, 50 Was Jetzt Schon. Liegt mir sehr am Herzen. Danke, dass ich das präsentieren kann hier. Verloren. Hab ich nicht eben noch ganz sacht wieder eine 5 nach Haus gebracht in einem Heft voll Eselsohren. Die große Liebe gestern war es unter den Augen all der Stars an den Wänden in meinem Zimmer. Die Taschen leer und der Kopf voll Mädchen und Songs und Rock'n'Roll. Und wir dachten, es wär für immer 50, ja, wohl schon. Und dein Kopf kleiner als mein Sohn. Ja? Das Ding ist, das Lustige an der Nummer ist, du wirst nächstes Jahr 60. Ja. Das zusammenpasst, habe ich mich noch in der Vorbereitung gefragt. Ganz einfach. Also ich meine, ich wollte es schon mit 50 aufnehmen, aber da sah ich aus wie 40. Also. Ja, es gibt auch von der Plattenfirma, hat sie uns hier direkt mit ein kleines Merch. Ja, genau. Ich habe noch gar nichts gesehen. Die Amazon-Box. Merch. Ja. Merchandising, wahnsinnig tolle Idee. Eine Tasse. Ja.
Das ist eine gute Idee. Leute lieben Tassen. Da gibt es dann auch noch ein Gewinnspiel, das läuft auch beim ZDF im Morgenmagazin. Ja, mit so einem computeranimierten Fernseher, den man über den Druck auf den Tasten vom Telefon durch ein Labyrinth schicken kann. Und da kann man dann die Tasse gewinnen. Es gibt ein Mauspad. Ja. Olli Dittrich. Und guck mal, das ist mein Lieblingsmerchandise von deiner Plattenfirma für dein neues Album Olli Dittrich, Oliver Dittrich 50, was jetzt schon. Weil das so warme Songs sind, ein Wärmekissen. Ja. Wo es Winter wird, macht man hier Klick-Klack und dann wird es warm, automatisch. Mhm, klappt ja gut. Klappt ja. Toll, ja. Vorführeffekt. Ein Pleck mit deinem Gesicht drauf. Meine Damen und Herren, Olli Dittrich ab nächstem Jahr im Handel, in einem Jahr, in dem er 60 wird, 50, was jetzt schon. Ich freue mich, dass du nochmal am Ende deiner künstlerischen, dass nicht immer nur alles Gaga und Plemplem ist. Ja. Dass man ein bisschen immer den wahren Menschen Oliver Dittrich sieht. Ja. Ja, na klar, es ist auch so immer, weißt du, man geht raus, man muss lustig sein für die Leute, wem sage ich das? Ja. Und in Wahrheit ist man, du bist ja auch so eine sensible Sau, also so ein weicher Kerl, harte Schale, weicher Keks. Dann lass uns doch mal ganz kurz, wo es jetzt auf Weihnachten zugeht, vielleicht noch die letzten Sekunden dieser Sendung nutzen, um Danke zu sagen für ein Jahr der Treue. Wir werden uns wiedersehen, wenn alles gut läuft, am 4. Februar. In der Zwischenzeit vielleicht Schulz und Böhmermann gucken oder hier der Sandro-Report Zahlemann live in der ARD. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch, alles Gute. Auch beruflich, vom gesamten Team, alles Gute. Kommen Sie gut rein und Dennis, wir sehen uns auch nächstes Jahr wieder, ne? Ich komme, ich bin auch. Frohe Weihnachten, bis nächstes Jahr. Tschüss, vielen Dank, Olli Dittrich. Bis bald. War für ihn ins Geschirr zu gehen. Hinter den Kulissen, seid ihr wirklich abgehoben mit dem Jet oder habt ihr einfach nur am Flughafen gestanden? Nee, gestanden nicht, wir sind am Flughafen rumgefahren. Weil es zu teuer war abzuheben? Nein, weil es war Nebel, es wirklich war. Ja? Es war Nebel. Und der Pilot hatte keinen... Trüblich Nebel. Hatte keinen Instrumentenflugschein, sondern konnte nur auf Sicht. Nee, das war ein richtiger Pilot, aber das haben wir sehr kurzfristig dann gemacht, weil es ja auch darum ging zu erklären, wo die 6,7 Millionen für die 170 und was Dreyfus gemacht hat und was der gemacht hat und Prinz Hammam oder Bin Hammam, Scheich Bin Hammam. Am 7. Januar ist dann wieder so weit in der ARD, am 7. Januar 2016, also in knapp etwas weniger als einem Monat, 15 der Sandro-Report mit Zahlemann live. Der Sandro-Report, es geht, glaube ich, darum, dass der König von Bhutan ankommt. Und ich glaube... Ich müsste das vielleicht... Darf ich ganz kurz Entschuldigung, erklären? Entschuldigung, natürlich. Natürlich. Es ist eine Live-Reportage tatsächlich. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir eine richtige Live-Reportage von knapp 30 Minuten als wirkliche Live-Reportage gemacht haben. Das heißt, das ist komplett durchinszeniert, komplett durchchoreografiert mit fast 100 Komparsen, einen vermeintlichen... Staatsbesuch eines Königs aus Bhutan und es ist alles in einer Einstellung gedreht, mit einer Kamera, ohne Schnitt, 30 Minuten und mit viel Bewegung, Leute laufen rum, rauf, runter, Bahnfahrten, alles mögliche integriert. Und ich glaube, dass der Protagonist des Sandro-Reports, Sandro Zahlemann, dass der bereits in Vorbereitung der Sendung, die erst am 7. Januar stattfindet, er ist bereits jetzt am Hauptbahnhof in Leipzig. Ich glaube, wir sind jetzt technisch und rechtlich in der Lage, in die ARD zu schalten, zu Sandro Zahlemann. Was ist denn da zurzeit los in Leipzig am Hauptbahnhof, Herr Zahlemann? Turbulentes Treiben, wie Sie sehen, hier auf dem Leipziger Hauptbahnhof, lieber Jan Böhmermann. Ja, und für Sie, liebe Zuschauer, was soll ich sagen? Ich kann nicht anders, als Ihnen sagen können wollen zu müssen. Große Schatten werfen ihresgleichen Ereignisse voraus. Denn kein Geringerer als der König von Bhutan wird mit der Konkar seines Landes in Kürze hier eintreffen. Begleitet von Vizekanzler Gabriel sowie hochrangigen Vertretern der deutschen Wirtschaftsindustrie. Und damit Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nichts verpassen, bin ich für Sie bereits zur Stelle, wie immer, spätestens egal. Wann. Der Sandro-Report am 7. Januar in der ARD 22.45 Uhr direkt nach den Tagesthemen. Mit dem ersten sieht man gut. Vielen Dank, Sandro Zahlemann. Ja, Olli Dittrich. Ja. Am 7. Januar. Olli, ich muss mal ganz kurz, ich habe es gerade am Anfang schon gesagt, wir haben uns das letzte Mal beruflich gesehen, als wir beide noch
als wir beide noch in der Sendung von Harald gearbeitet haben, drüben in Mülheim, da wird jetzt auch gerade ausgekehrt, Studio wird, glaube ich, verkauft. Geht alles an Brainpool, die brauchen neue Studios. Die haben da was ganz Großes vor. Good joke. It's a good joke. Yes. Also für uns, hier auf dieser Seite des Rheins, drüben wird es... ich habe Reichsverstand. Harald ist jetzt der Tatort-Kommissar. Hättest du jemals gedacht, als jemand, der Harald so auch hinter den Kulissen kennt, dass Harald, der große Harald Schmidt, der Mann, der quasi Montagskonferenzen allein damit bestreiten konnte, ausschließlich über den Tatort vom Vorabend zu lästern und wie beschissen das ist. Hey Olli, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Wir haben uns beruflich das letzte Mal vor vielen Jahren gesehen, als wir noch damals... Als das noch alles Weideland war. Ja, da haben wir bei Harald... Wir haben beide den gleichen Anzug an. Das gibt's doch gar nicht, dass, da die dass die Kostümbilder darauf nicht geachtet haben. Ja, mega die haben besonders darauf geachtet, meinst um mich jünger zu machen. Aber du siehst, dass ich so ein bisschen so sitze und in Wahrheit natürlich die Plauze... Deswegen trägt man ab einem bestimmten Alter, vielleicht haben es Ihnen Ihre Urgroßeltern erzählt, ab einem bestimmten Alter trägt man dunkle Hemden zu Anzügen, wenn man keinen Cardigan drunter zieht. Aber ich sehe, das sind echte Hirschhornknöpfe, das sind nicht einfach irgendwelche Knöpfe. Da hat ein echter Hirsch dran glauben müssen. Das ist ein bisschen unfair, dass wir die Gäste quasi in so eine ungeschützte Position bringen. Ich habe immer die Möglichkeit, mich hier zu verkriechen hinter meinem Schreibtisch, wenn ich mich unwohl fühle. Die Gäste sind komplett ungeschützt, müssen angeschaut werden. Aber ich fühle mich nicht unwohl. Ich brauche keinen Tisch, unter dem ich mich verstecken muss. Du fühlst dich vor allem deswegen nicht unwohl, weil du weißt, dass das, was jetzt kommt, dir sehr den Bauch pinseln wird. Den, ich sag mal, vorhandenen Bauch, obwohl man ihn nicht sieht unter diesem Sakko. Danke, danke. Das ist Olli Dittrich, unser heutiger Gast. Ja, ich freue mich schon. Mahlzeit. Na, mein Böhmermann? Ich mach mir jetzt erstmal einen Hobel klar. Bitte, bitte, ein reines Weltgeräusch. Boah, das perlt aber. Oliver Michael Dittrich, der in Offenbach am Main auf die Welt geploppte Sohn eines Vaters, ist ebenfalls Vater eines Sohnes und war schon in seiner Jugend sportbegeistert. Nach der Schule folgte eine Ausbildung zum Theatermaler und seine im Alter von 21 Jahren veröffentlichte Debütsingle »Ich bin 18«. Es folgen Jahre des Ruhms und weitere fragwürdige Musikprojekte. Am Sonntag nach RTL Samstagnacht gründete er dann mit Kollege Bernhard Hoeker die Fun-and-Bass-Kapelle Die Doofen. Mit ihrem Protestsong Mief sangen sie nicht nur eine Ode an den Gestank, sondern gaben auch vielen Männern neue Hoffnung. Der berühmteste Mantelträger seit St. Martin bezeichnet sich selbst als Menschendarsteller und hat schon Menschen imitiert. Da ist Matze Knob noch mit der Rassel um den Tannenbaum gelaufen. Beim ESC 2006 belegte er mit Texas Lightning Platz 15 und schnitt damit genauso gut ab wie sein geliebter HSV. Herzlich willkommen bei Jan Böhmermanns Zwei Stühle, keine Meinung. Lieber Schorsch Eigner, Ditsche, ich meine Olli Dittrich. Sehr schön gemacht, oder? Sehr schön gemacht. Mit viel Liebe. Ja, absolut. Letzte Woche hatten wir den Manifest Gottes sitzen, Tom Blaschier. Diese Woche einen Mann wie dich, der in seinem Leben in so viele Kostüme, in so viele Gesichter, in so viele Personen hineingeschlüpft ist. Welche ist deine Lieblingsrolle, die du je angenommen hast? Meine Lieblingsrolle? Ja, wo du am liebsten dich... Ach so, Rolle Drops. Ja, nee, wo du am liebsten... Welche kennt keiner mehr. Rolle Drops kennt keiner mehr. Es hat Geld. Frauke Petri probiert vorsichtshalber schon mal, wie Känguruhoden schmecken. Oh. Wie im Schlafzimmer. Meine Damen und Herren. Fröhliche Weihnachten. Das ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Das Neo-Magazin ist am Ende, Mann. Und immer noch neben mir steht Dende, Mann. Ey, Dende, das war ein Jahr, oder? War das nicht ein Jahr? Wir haben uns durch die gesamte 90er Jahre gecovert. Das war das Jahr des Remixes. Und das rekapituliert jetzt Dende, Mann. Und die freie Radikale. Dang it! Mitten im Leben, durch Höhen und Tiefen, haste Töne, die schönen und schiefen. Das Leben ist ein Remix, Tag für Tag. Ja, das Leben ist der Hit, Homie, Schlag auf Schlag, ja. Und nein, das Leben ist kein Wunschkonzert. Oh yeah, es ist wohl eher ein Kunsthandwerk. Ein Auftragsjob mit kreativem Freiraum. Jeder hier will seinen Traum halt irgendwie mit einbauen. In der Nähe genießt den wunderbaren Drang. Es dauert in der Regel nicht mal 100 Jahre lang. Ja, mit 50 bis 150 Schlägen pro Minute läufst du 1000 unbekannte Wege ohne Route als armes, kleines A Cappella rum und wünscht es der gottverdammte Tag wäre schneller rum. Ja, du hockst die halbe Nacht im Keller und stehst dir für dein Glück den Rücken am Plattenkeller krumm. Es reicht ein
Geräusch, ein winziger Ton. Ja, da sind sie ja schon, all die Inspiration. Jetzt ist guter Rat gefragt, man nur die Ruhe. Immer sachte Tag für Tag, Spur für Spur. Ja, das Leben ist schön, schön, aber kurz. Aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Remix, Tag für Tag. Das Leben ist der Hit, Schlag auf Schlag. Ja, das Leben ist schön, schön, aber kurz. Aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Remix, Tag für Tag. Das Leben ist der Hit, Schlag auf Schlag. Ja. Oh nein, das Leben ist kein Ponyhof. Oh yeah, es ist wohl eher, ich komm nicht drauf. Ja, was soll man denn sagen, auch an den tolleren Tagen sind die Schädel doch in der Regel noch voller Sinnfragen. Und das sich schwer zu machen, ist lächerlich leicht. Das Leben scheut keinen noch so schlechten Vergleich. Trotz alledem wird nicht gern Schwäche gezeigt und sich dick gemacht, als ob die Angriffsfläche nicht reicht. Ich kann's dir garantieren, das liegt ganz sogar an dir. Mit dem scheiß Zeitgeist muss man sich arrangieren. Manchmal ist die Luft raus, dann geht da nichts mehr. Dann muss ein Mickey die Mörder Mashup Megamix her. Mit miesen Mitten und satten Subbessen. Fürs mit dem Riesenschlitten auf der Fahrt zum Club testen. Für Handyboxen im bekotzten S-Bahn. Für die Scham von morgen und den Stolz von gestern. Das Leben ist schön, schön, aber kurz. Aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Remix, Tag für Tag. Ja, das Leben ist der Hit, Honig, Schlag auf Schlag. Das Leben ist schön, schön, aber kurz. Aus einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Das Leben ist ein Witz. Es ist kein Spaß. Es ist kein Spiel. Geben Sie mal ein Neo-Magazin Game Royale. Download schnell jetzt. Ja. Ausrufezeichen, dann lädt es besonders schnell. Das Neo-Magazin Royale Game, unser Geschenk für Sie. Komm, wir küssen die Leute mal schnell. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Florentin Will, vielen Dank. Frohe Weihnachten. Hier. Da. Es ist echt. Oh, das ist aber heute ein Angebieterer ans Publikum. Aber so ist es nun mal, Leute. Warum denn man nicht einfach ein paar Emotionen zulassen? Wir sind doch hier nicht mehr im Jahr 1999. Fernsehen ist doch, ich meine, wir haben so wenig Zuschauer. Wir sind quasi eine große Familie. Viele von uns sind noch miteinander verwandt. Ist doch egal, wenn wir Kinder bekommen. Hauptsache, alle sind glücklich. Meine Damen und Herren, unser heutiger Gast ist eine echte Comedy-Legende. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Geschenk für ihn haben. Auch da unten wird sie irgendwas noch finden. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte mit mir Olli Dittrich. Olli Dittrich. Hey Olli, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Wir haben uns beruflich das letzte Mal vor vielen Jahren gesehen, als wir noch damals... Als das noch alles Weideland war. Ja, da haben wir bei Harald... Wir haben beide den gleichen Anzug an. Das gibt's doch gar nicht, dass, da die dass die Kostümbilder darauf nicht geachtet haben. Ja, ne, mega peinlich. Die haben besonders darauf geachtet, um mich jünger zu machen. Aber du siehst, dass ich so ein bisschen so sitze und in Wahrheit natürlich die Plauze. Deswegen trägt man ab einem bestimmten Alter, vielleicht haben es Ihnen Ihre Urgroßeltern erzählt, ab einem bestimmten Alter trägt man dunkle Hemden zu Anzügen, wenn man keinen Cardigan drunter zieht. Oh, aber ich sehe, das sind echte Hirschhornknöpfe, das sind nicht einfach irgendwelche Knöpfe. Da hat ein echter Hirsch dran glauben müssen. Das ist ein bisschen unfair, dass wir die Gäste quasi in so eine ungeschützte Position bringen. Ich habe immer die Möglichkeit, mich hier zu verkriechen hinter meinem Schreibtisch, wenn ich mich unwohl fühle. Die Gäste sind komplett ungeschützt, müssen angeschaut werden. Aber ich fühle mich nicht unwohl. Ich brauche keinen Tisch, unter dem ich mich verstecken muss. Du fühlst dich vor allem deswegen nicht unwohl, weil du weißt, dass das, was jetzt kommt, dir sehr den Bauch pinseln wird. Den, ich sag mal, vorhandenen Bauch, obwohl man ihn nicht sieht unter diesem Sakko. Danke, danke. Das ist Olli Dittrich, unser heutiger Gast. Ja, ich freue mich schon. Mahlzeit. Na, mein Böhmermann? Ich mach mir jetzt erstmal einen Hobel klar. Bitte, bitte, ein reines Weltgeräusch. Boah, das perlt aber. Oliver Michael Dittrich, der in Offenbach am Main auf die Welt geploppte Sohn eines Vaters, ist ebenfalls Vater eines Sohnes und war schon in seiner Jugend sportbegeistert. Ja, Photoshop. Aber jetzt sind ja doch noch so viele Leute hier im Neo Magazin Royal Studio, die noch kein Geschenk von uns bekommen haben. Was machen wir denn da? Ich weiß, in der Vergangenheit haben sich viele Leute zum Beispiel Sachen gewünscht wie T-Shirts oder Tassen. Gibt es nicht irgendwie was Cooles, was man den Leuten zur Verfügung stellen kann vom Neo Magazin? Vielleicht sowas wie ein Kalender, vielleicht den Curly-Kalender oder sowas. Es hat ja, ach, was soll man mit dem Curly-Kalender?
wenn man Curly haben kann. Das Christ-Curly. Für alle Zuschauer, Curly, Photoshop und William verteilen die Sachen. Wir haben T-Shirts, wir haben Curly-Kalender. Alles für euch. Denn das ist das Neo-Magazin und das war Chrism, Mrs. Santa. Ah, und während jetzt hier unserem Studiopublikum eine Freude gemacht wird, ich ein Becher heißen Schmusetees trinke, wir uns gemeinsam freuen auf unseren heutigen Gast, Olle Dittrich. Werden Sie sicherlich jetzt da draußen vor den iPads, den mobilen Endgeräten, den Laptops und den Mediatheken die Menschen ärgern. Klar, meine Damen und Herren, Sie haben auch Rundfunkgebühren bezahlt. Sie sind auch Teil der großen creepy Neo-Magazin Royal Community. Und Sie sollen jetzt kein Geschenk bekommen. Sie bekommen kein Geschenk, während alle anderen, die jetzt hier heute sich ein Studioticket erschlichen haben. Oh, William steht. William, da bist Hallo, du ja Jan. Wieder. Da bist du ja wieder. Schön, dass du wieder da bist. Du versprühst so weihnachtliche Stimmung. Meine Damen und Herren, Sie haben völlig recht. Sie bekommen keine Geschenke. Ist das nicht ungerecht? Ist es nicht wahnsinnig ungerecht? Ja. Das ist wahnsinnig ungerecht, dass Sie daheim als unsere treuen Zuschauer keine Geschenke bekommen. Und diese Ungerechtigkeit, dafür sind wir das Neo Magazin Royal, wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir haben auch was ganz im Ernst für Sie daheim. Und dazu darf ich hereinbitten unseren Geschenke- und Game-Experten Florentin Will. Hallo. Hey Flo. Moin. Hallo. Frohe Weihnachten. Im Frohes Neues. Frohes Fest. Oh, letzte Sendung. Das war ein Jahr, oder? Mensch, anstrengend. Wie die Leute, guck mal, wie die Leute sich alle freuen. Aber ein Geschenk gibt's ja noch. Es gibt noch ein Geschenk? Es gibt noch ein weiteres Geschenk, ein Geschenk für dich, aber auch für alle Leute da draußen. Meine Damen und Herren, es ist wirklich wahr, Florentin Will hat ein Geschenk mitgebracht. Auf, Moment, was ist das? Das hier? Eine 3,5 Zoll Diskette für alle? Das ist ja wirklich toll. Nein, was? Das Neo Magazin Game Royale. Was? Das Neo Magazin Game Royale? Heißt es nicht Neo Magazin Royale Game? Nein, es heißt tatsächlich das Neo Magazin Game Royale. Achso, da habe ich einen Fehler gemacht. Das Scheiße. Ich mir gemerkt. Mega unangenehm. Ja, Videogames sind ja momentan total angesagt. Das ist ein bisschen creepy, ein Fan von Jan. Es ist wirklich ein bisschen. Du bist auch von was Richtigem Fan. Zum Beispiel von, ich glaube, von wem bist du richtig? Von wem bist du Musikgruppe? Linkin Park. Linkin, nice. Ja, falsch. Deutsche Musikgruppe. Ja, Kraftklub. Hey, haben wir auch. Ich meine, warum frage ich dich? Wir haben es ja gesehen auf deinem Facebook-Profil. Wir haben eine spezielle Botschaft, eine spezielle Weihnachtsbotschaft für dich aus Karl-Marx-Stadt. Hallo Diana, wir sind die Söhne Mannheims. Wir freuen uns, wenn du uns besuchst auf unserer Randale-Tour im Januar. Bis dahin. Zwei Tickets fürs Kraftklub-Konzert für Diana. Wenn Sie sich gefragt haben, wofür bezahle ich eigentlich die 17,50 Euro jeden Monat? Für diese Sendung bezahlen Sie die 17,50 Euro. Konstantin Pape, 21 Jahre alt, aus Arnsberg. Hallo Konstantin. Na? Du studierst Mathe und Physik an der TU Dortmund. Das sind zwei sehr attraktive Studienfächer, die dir auch sehr nah sind, oder Photoshop? Ja, schon. Ich wundere mich, diese Studienfächer sind so beliebt. Ich habe mich gewundert, warum du auf Twitter absolut keinen einzigen Follower hast. Null. Null. Null Follower. Null. Null Follower auf Twitter. Konstantin Pape, das müssen wir ändern, meine Damen und Herren. Kommen Sie mal bitte näher. Ich folge gleich. Unser Geschenk für Konstantin Pape. Bitte folgen Sie jetzt. Jetzt Konstantin Pape auf Twitter. Sein Account ist hrpape, @hrpape. Dieser junge Mann aus Arnsberg braucht mehr Follower als Kim Kardashian und Kanye West zusammen. Why not? Mal einfach alles raushauen. Ach komm, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Besonders gerührt sind wir von dieser Zuschauerin. Es ist eine junge Frau, sie kommt den weiten Weg aus Düsseldorf hier nach Köln. Sie ist 26 Jahre alt und heißt Anja mit Vornamen und 30 mit Nachnamen. Anja, das ist dein Facebook-Profil. Das ist noch nicht so schlimm, besonders, das ist eigentlich gar nicht schlimm, es hat uns wirklich tatsächlich sehr gerührt. Du hast nämlich am 14. Februar diesen Jahres folgenden Eintrag, folgende Mail, folgenden Brief an ZDF Neo geschickt. Liebes ZDF Neo,
Ich schätze euch wirklich sehr. Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr dem Neo-Magazin Royal etwas mehr Zeit für sich gebt. Ich finde es ja toll, dass ihr das kleine Ding unter eure Fittiche genommen habt, es aufgepäppelt und stark gemacht habt. Aber es ist nicht mittlerweile alt genug, um etwas mehr Freiraum von euch zu bekommen. Oft habe ich noch das Gefühl, dass ihr es zu sehr einengt, sodass es sich nicht richtig entfalten kann. Natürlich sind Grenzen wichtig und geben Halt und Orientierung, aber sie sollten doch auch nicht zu sehr die Freiheit beschränken. Ich weiß, eure Verantwortung ist groß und ihr möchtet das Neo-Magazin Royal sicher nur beschützen, aber es sollte doch auch die Möglichkeit bekommen, sich etwas mehr auszuprobieren und viele eigene Erfahrungen zu sammeln. Bitte denkt noch mal darüber nach. Bis bald, eure Anja. Auf der Suche nach der verlorenen Glatze, das Neo-Magazin Royal. Und das Allerbeste kommt zum Schluss. Dieses Game ist ab sofort, wenn Sie das sehen, überall verfügbar, wo man Games runterladen kann. Ich glaube, es ist juristisch okay, das so zu sagen. Ja. Und es ist komplett kostenlos. Es ist komplett, absolut kostenlos. Wir haben alles Geld, was wir noch hatten, in das Game reingesteckt. Und es ist einfach für Sie kostenlos zur Verfügung. Und es ist kein Witz. Es ist kein Spaß. Es ist kein Spiel. Geben Sie mal ein Neo-Magazin Game Royal. Download schnell. Download schnell jetzt. Ja, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dann lädt es besonders schnell. Das Neo-Magazin Royal. Game, unser Geschenk für Sie. Komm, wir küssen die Leute mal schnell. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Florentin Will, Dankeschön. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Hier. Da. Es ist echt. Oh. Das ist aber heute ein Angebieter ans Publikum. Aber so ist es nun mal, Leute. Warum denn man nicht einfach ein paar Emotionen zulassen? Wir sind doch hier nicht mehr im Jahr 1999. Fernsehen ist doch, ich meine, wir haben so wenig Zuschauer. Wir sind quasi eine große Familie. Viele von uns sind noch miteinander verwandt. Ist doch egal, wenn wir Kinder bekommen. Hauptsache, alle sind glücklich. Meine Damen und Herren, unser heutiger Gast ist eine echte Comedy-Legende. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Geschenk für ihn haben. Auch da unten wird sie irgendwas noch finden. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte mit mir Olli Dittrich. Olli Dittrich. Hey Olli, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch. Wir haben uns beruflich das letzte Mal vor vielen Jahren gesehen, als wir noch damals... Als das noch alles Weideland war. Ja, da haben wir bei Harald... Wir haben beide den gleichen Anzug an. Das gibt's doch gar nicht, dass, da die dass die Kostümbilder darauf nicht geachtet haben. Ja. Nein, mega peinlich. Die haben besonders darauf geachtet, um mich jünger zu machen. Aber du siehst, dass ich so ein bisschen so sitze und in Wahrheit natürlich die Plauze. Deswegen trägt man ab einem bestimmten Alter, vielleicht haben es Ihnen Ihre Urgroßeltern erzählt, ab einem bestimmten Alter trägt man dunkle Hemden zu Anzügen, wenn man keinen Cardigan drunter zieht. Oh, aber ich sehe, das sind echte Hirschhornknöpfe, das sind nicht einfach irgendwelche Knöpfe. Da hat ein echter Hirsch dran glauben müssen. Das ist ein bisschen unfair, dass wir die Gäste quasi in so eine ungeschützte Position bringen. Ich habe immer die Möglichkeit, mich hier zu verkriechen hinter meinem Schreibtisch, wenn ich mich unwohl fühle. Die Gäste sind komplett ungeschützt, müssen angeschaut werden. Aber ich fühle mich nicht unwohl. Ich brauche keinen Tisch, unter dem ich mich verstecken muss. Du fühlst dich vor allem deswegen nicht unwohl, weil du weißt, dass das, was jetzt kommt, dir sehr den Bauch pinseln wird. Den, ich sag mal, vorhandenen Bauch, obwohl man ihn nicht sieht unter diesem Sakko. Danke, danke. Das ist Olli Dittrich, unser heutiger Gast. Ja, ich freue mich schon. Mahlzeit. Na, mein Böhmermann? Ich mach mir jetzt erstmal einen Hobel klar. Bitte, bitte, ein reines Weltgeräusch. In Platz 15 und schnitt damit genauso gut ab wie sein geliebter HSV. Herzlich willkommen bei Jan Böhmermanns Zwei Stühle, keine Meinung. Lieber Schorsch Eigner, Ditsche, ich meine Olli Dittrich. Sehr schön gemacht. Oder? Sehr schön gemacht. Mit viel Liebe. Ja, absolut. Letzte Woche hatten wir den Manifest Gottes sitzen, Tom Blaschier. Diese Woche einen Mann wie dich, der in seinem Leben in so viele Kostüme, in so viele Gesichter, in so viele Personen hineingeschlüpft ist. Welche ist deine Lieblingsrolle, die du je angenommen hast? Meine Lieblingsrolle? Ja, wo du am liebsten dich... Ach so, Rolle Drops. Ja, nee, wo du am liebsten... Kennt keiner mehr. Rolle Drops kennt keiner mehr. Es hat keiner... Ich bin Jahrgang 81, ich werde das wahrscheinlich auch nicht kennen. Du weißt nicht, was eine Rolle Drops ist? Rolle Drops? Das war so eine... Wenn man früher ins Kino gegangen ist, hat man... Heute gibt es ja Popcorn, aber wir hatten damals nur so kleine Weingummis oder so Lutschbonbons, die waren rund. Rolle Drops hieß das? Das ist eine Rolle mit Drops. Rolle Drops klingt so ein bisschen so wie so ein Soloprojekt von einem von Sportfreunde Stiller. Der Rüdi ist jetzt mit Rolle Drops unterwegs. Mit Rolle Drops unterwegs. Das niemals stattfinden will. Ja, genau. Hattest du früher auch so Bands mit speziellen... Also ich stell mir vor, Texas Lightning zum Beispiel. Ja. Die Doofen. Du bist durch viele Bands gegangen. Ja. Kannst du dich noch an so ein paar alte...
bevor du so richtig den Mega-Fame abgegriffen hast. Alte Bandnamen? Alte Bandnamen, mhm. Ja, der kleine Olmi D. und seine Freunde. Der kleine Olmi D. und seine ja, Freunde? Ja, Oliver Michael Dittrich war die Abkürzung. Das ist nicht schlecht. Ja. So ein bisschen wie Samayona. Das war eine ja, oder Rimowala. Die riesen, Rimowa, die singen den Koffer. Ja, genau, Rimowa, die singen, kennst du die Rimowala, die riesen Morgenwasserlatte? Nee. Nein. Gut. Was war, wo waren wir stehen geblieben? Bei Bandnamen. Bandnamen. No Use for a Brain hieß meine Ich war bei den Beatles. Du warst bei den Beatles? Ja. Wirklich? Ja. Oder bei den Beatles? Nein, nein, ich hatte eine Band, die hieß Die Beatles, mit IE geschrieben. Wir waren zu dritt, weil John war schon tot dann. Oh, oh, das war letzte Woche, war großes Jubiläum. 35 Jahre Tod von John Lennon. Feiert man, glaube ich, nicht. Das feiert man das nicht. Das feiert man nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Du bist am Anfang Januar mit einem weiteren Werk deines großen komödiantischen Fernsehzyklus. Ist das angemessen? Zyklus? Ich rutsch gleich aus hier. Deinem, ja, wieso? Ich versuche ja den Menschen, wenn du schon neben dem Tannenbaum sitzen musst und so ungeschützt, ja. Den Knopf nicht mal aufmachst, ob ich mach so den auf. Weil du dich so unwohl fühlst. Ich fühle mich nicht unwohl. Nee, ich möchte einfach nur dann der quasi die Rampe bauen. Das ist eine, du machst alle halbe Jahre, ein absoluter Traum, nur alle halbe Jahre eine Sendung ja. In der ARD. Zahlen ja. Die so gut, dass sich das lohnt? Was? Ja, nur alle halbe Jahre so ein Ding rauszuholen. Ich meine, du machst Ditsche am Sonntag. Völlig richtig. Und dann gibt's halt noch alle halbe Jahre. Genau. Das ist ein Zyklus. Das Talkgespräch gab's vor einiger Zeit. Genau, das ist ein Zyklus für die ARD. Das läuft bis 2017. Und ich persifliere sozusagen Fernsehgenres. Und da haben wir erst die Morgenmagazine mit der großartigen Cordula Stratmann. Oh. Dann das Talkgespräch, wo ich alle Talkgäste spiele. Dann Schorsch Eigner. Das war eine Dokumentation über einen Mann, der 50 Jahre lang von Franz beauftragt draußen. Meine Damen und Herren, es ist wirklich wahr. Florentin Will hat ein Geschenk mitgebracht. Auf, Moment, was ist das? Das hier? Eine 3,5 Zoll Diskette für alle? Das ist ja wirklich toll. Nein, was? Das Neo Magazin Game Royale. Was? Das Neo Magazin Game Royale? Heißt es nicht Neo Magazin Royale Game? Nein, es heißt tatsächlich das Neo Magazin Game Royale. Achso, da habe ich einen Fehler gemacht. Das Scheiße. Ich mir gemerkt dann. Mega unangenehm. Ja, Videogames sind ja momentan total angesagt. Ja, es ist neu. Videogames sind angesagt. Programmiere ich auch einfach mal ein. Du hast, ganz kurz, Florian, jetzt im Ernst, du hast ein Computerspiel programmiert? Ja, klar. Alleine? Mehr oder weniger alleine. Ist das nicht ganz schön mies von dir, jetzt quasi den kompletten Credit einzufahren für all die Mitarbeiter, die seit einem Jahr daran sitzen, dieses Spiel zu programmieren? Nein. Aber das Beste ist ja, ich habe es mitgebracht und wir können gleich mal reinschauen. Wir haben es gibt ein Computerspiel vom Neo Magazin. Da ja, schauen wir mal rein. Also es ist ja auch, wir spielen das jetzt wirklich. Diskette, ja. Schieb mal die Diskette rein. So, das Game Royale. Sehr einfach, kann jeder spielen und es ist tatsächlich auch ein echtes Spiel. Oh, die Grafik ist schon mal top. Guck mal, das bin ja ich. Ja. Und man kann mich bewegen. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, sehr einfach. Man klickt einfach dahin, wo man das irgendwas bist ja interagieren du, guck mal, will. Da bin ich. Komm, es sind alle mit dabei. Da habe ich halt auch, dabei. Auch die Gelegenheit, in meiner Freizeit endlich mal mit dir zu reden. Wunderbar, der gesamte Neo Magazin Royal Kosmos ist da dann Teil. Ich rede mit dir. So, wer sind Sie und was machen Sie hier? Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Das gibt's doch gar nicht. Ja, unerwartet. Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ja. Ich habe hier einen in meiner Beef-Tasche. Also, nicht im Ernst. Man sieht schon, da darf geschmunzelt werden. Irgendwo verloren haben. Und es geht. Brauche ich doch für die Sendung. Es geht darum, meine Damen und Herren, jetzt halten Sie sich fest. Es geht darum, dass William verschwunden ist und ich ihn suchen muss. Auf der Suche nach der verlorenen Glatze. Auf der Suche nach der verlorenen Glatze, das Neo Magazin Royale. Und das Allerbeste kommt zum Schluss. Dieses Game ist ab sofort, wenn Sie das sehen, überall verfügbar, wo man Games runterladen kann. Ich glaube, es ist juristisch okay, das so zu sagen. Ja. Und es ist komplett kostenlos. Es ist komplett, absolut kostenlos. Wir haben alles Geld, was wir noch hatten, in das Game reingesteckt. Und es ist einfach für Sie kostenlos zur Verfügung. Und es ist kein Witz. Es ist kein Spaß. Wirklich es ist ein echtes Spiel. Geben Sie mal ein Neo Magazin Game Royale. Download schnell jetzt. Ja. Ausrufezeichen, dann lädt es besonders schnell. Das Neo Magazin Royale. Game, unser Geschenk für Sie. Komm, wir küssen die Leute mal schnell. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Florentin Will, Dankeschön. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Hier. Da, es ist echt. Oh. Das ist aber heute ein Angebieter ans Publikum. Aber so ist es nun mal, Leute. Warum denn man nicht einfach ein paar Emotionen zulassen? Wir sind doch hier nicht mehr im Jahr 1999. Fernsehen ist doch, ich meine, wir haben so wenig Zuschauer. Wir sind quasi eine große Familie. Viele von uns sind noch miteinander verwandt. Ist doch egal, wenn wir Kinder bekommen. Hauptsache, alle sind glücklich. Meine Damen und Herren, unser heutiger Gast ist eine echte Comedy-Legende. Ich weiß gar nicht, ob wir ein Geschenk für ihn haben. Auch da unten wird sie irgendwas noch finden, meine Damen und Herren. Jetzt müssten Sie eigentlich genug Geschenkideen haben. Aber meine Damen und Herren, wir sind so kreativ hier in der Redaktion des Neo Magazin Royal. Wir haben uns ein Jahr eigentlich über nichts anderes Gedanken gemacht. Über Witze offensichtlich nicht, haben Sie vielleicht mitbekommen die letzten Wochen. Als über Geschenke, die wir unseren geliebten Zuschauern hier im Studio
in der letzten Sendung dieses Jahres machen können. Und halt, aber kein Geschenk ohne Gegenleistung. Das ist Chrism is a Santa! Herzlich willkommen zur speziellen X-Miss Edition von Prism is a Dancer, Chrism is a Santa. Wir haben wieder die Facebook-digitalen Fußabdrücke, Twitter-Profile unserer 200 Live-Zuschauer hier im Neo-Magazin Royal Studio König durchforstet und haben wirklich Sachen gefunden. Oh Gott, Leute, langsam müsstet ihr es doch wissen, ganz im Ernst. Jan Marco Caputo, 21 Jahre alt, aus Hanau, arbeitet als Azubi in der IT-Branche. Das ist schon mal ein Garant. Hallo Jan Marco. Moin Garant moin. Dafür, bis 40 zu warten mit dem ersten erotischen Erlebnis. Aber hey, hey, hey! Du hast dafür, Jan Marco, du hast dafür ein Hobby, auf das die Frauen total abfahren. Du bist Trainspotter. Ja. Du schaust, ist das richtig? Du schaust gerne Zügen zu? Mittlerweile nicht mehr so, aber damals war es so, ja. Aber pass mal auf, Jan Marco. Wir haben ein tolles Geschenk für dich. Wir möchten dir eine Freude machen, gerade zu Weihnachten. Wir möchten dich gerne ins Miniatur-Wunderland nach Hamburg schicken, eine Reise spendieren, damit du dir mal die... Ja, aber halt, du wohnst in Hanau in Hessen, das ist ein bisschen weiter weg von Hamburg. Ins Miniatur-Wunderland kommst du nicht einfach so mit dem Flugzeug oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder dem Auto, nein, natürlich mit dem Zug. Und weil du so ein Zugfan bist, nicht mit dem ICE oder mit dem IC, nein, wir haben ein Regionalexpress-Ticket für dich. Übernachtung im Intercity-Hotel, direkt am Bahnhof, wo die Hotels immer am allerbesten sind. Und jetzt halte ich fest, das Geschenk wird einer der Mitarbeiter überreichen, der am ehesten auch dir beruflich nahe ist. Hier ist Photoshop Philipp! Hey Photoshop! Hallo. Magst du hier vielleicht herkommen zu der... Da ist die Kiste. Photoshop Philipp, unser Weihnachtself, such mal den Gutschein raus, ich habe ihn hier irgendwo schon gesehen. Einen großen Applaus, Photoshop Philipp, der Marco, Jan-Marco-Gutschein. Ey, aber hey, this is Chrism is a Santa, Leute. Super. Jan-Marco ist nicht der Einzige, der heute überrascht wird, nein. Diana...